Und wenn die Grafik gut ist, ist natürlich schön. Aber die Grafik muss nicht gut sein, wenn man ein geiles Spiel hat. Battlefield 3 fand ich auch schon geil. Hat auch eine gute Grafik, aber naja. Battlefield 2 auch nice. Aber heutzutage will man doch ein bisschen mehr Grafik haben. Und auch ein paar mehr Features. Zum Beispiel, dass man so Gegenstände auf und zu machen kann oder so. Macht schon Gaudi. Und diesen Damm, den kann man ja zerstören. Und das würde ich gerne in dieser Folge mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ich nehme meinen Raketenwerfer mit. C4 haben wir leider, glaube ich, noch nicht. Aber das wird lustig. Das verspreche ich euch. Bin mal sehr gespannt. Wir lesen uns mal hier rasch durch. Wasch. Wir raschen jetzt mal durch die Rasch-Arena. Hier sind Angreifer, mache beide feindliche Ziele scharf und sprengen sie. Ah, da gibt's also Bomben. Okay. Bist du erfolgreich, erhält dein Team neue Verstärkungstickets. Okay. Ah, also das Ganze geht ja immer mit Tickets. Ein Ticket ist ein Spieler. Wenn der stirbt, ist das Ticket weg. Wenn er wiederbelebt wird, ist das Ticket zwar auch weg, aber er kann trotzdem weiterleben. Und falls er nochmal stirbt, dann passiert halt nichts. Also es gibt nicht noch ein Ticket weg. Ja, es bleibt halt immer nur dieses eine Ticket dann verloren. Aber hat man sich schon gut ausgedacht. Hier klauen sie schon mal die ganzen Fahrzeuge, was soll's? Wir gehen in den Buggy. Hui. Der Buggy sieht ein bisschen komisch aus. Sprengladung ist an Einsatzziel Alpha angebracht. Jo, im Vergleich zu Ich habe Sichtkontakt zu einem Battlefield feindlichen 2 ist es Panzerwagen. schon ein Messe ist in Unterschied. der aktuellen Stellung. Und ich bin Squad Leader, kann das sein? Weil ich den Stern habe. Wäre nice. Leckt ein bisschen. Gerade. Hui. Kaputt. Und ich finde es cool, dass man seine Fahrzeuge so ein bisschen personalisieren kann. Zum Beispiel auch dieses Logo hier. Finde ich richtig nice gemacht. So, muss ich noch sprengen, oder? Yo! Aja Morga Loga! Jawohl, er rettet mich. Danke. Jetzt hier weg hier. Shit, man. Hier geht die Post ab. Wo sind sie? Die Schweine. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Die sind bestimmt hier drinnen. Warte mal, ich mach dir Platz. Bam. Okay. Warte kurz. Zack. So, da haben wir schon mal Platz. Bam. Voila, voila. Deine Mutter quallt auf, du Bastard. Aber ich glaube, wir haben den Kill noch bekommen. Kann das sein? Ich denke schon, jawohl. Moment, was macht das so? So. Wir rücken vor. Zum nächsten Ort. Zum nächsten Kampfgebiet. Shit, Mann, wie fährt denn der? Oh. Rausgeflogen, naja, was soll's. Granate raus. Huiuiui. So. Wir schießen schon mal auf den Damm. Damit er dann kaputt geht. So, drei Schuss haben wir noch. Das ist richtig genial, dass man auch mal ein paar mehr Schuss hat. Nicht immer so wenig. Wo campt der? Von wo schießt der auf uns? Ach, wir schließen einfach. Zack. Tür zu. Affe tot. Machen wir wieder auf. Vielleicht sehen wir ihn. Nee, na dann wieder zu. Tschüssi. Du Hurensohn. Hehe. Nee, Spaß. Weiter vorrücken. Der Sprengsatz ist an Einsatzziel Bravo angebracht.
Oh man, der hat ein grünes Visier. Das ist ein Alien. Passt auf, Leute. Wo ist er denn hin? Zack. So Leute, wir sind jetzt hier gerade im Kampfgebiet, im verkehrten Kampfgebiet. Naja, soll's. Ja, was ich noch ansprechen wollte oder so erzählen wollte, ist, und zwar hört genau zu. Oh Scheiße, erstmal raus hier. Ui, raus, Jungs, raus. Wir sind im falschen Kampfgebiet. Oh Gott. Wir verlegen uns mal schnell. Beziehungsweise wir töten uns, aber naja, heutzutage heißt das verlegen. Ja, was ich ansprechen wollte, ich könnte ja ab und zu mal so ein paar Themen mit in das Let's Play reinbringen, damit das Ganze ja ein bisschen unterhaltsamer wird oder es mal ja, noch was anderes zu erzählen gibt und alter Schwede, coole, ja. Cooles Firmengebäude. Von Apple natürlich. Ah, scheiß Apple. Ja, und natürlich lässt er mich hier alleine stehen. Granatenkino, sagt er. Zack. Oh, ich muss hier wieder raus. Sonst wird das nix. Konnichiwa hat er gerade gesagt. Ja. Keine Ahnung, was die labern. Oh, oh, oh. Hinter uns. Ja, am Spawnpunkt. Wo sonst? Ah. Machen sie. Au. Au. Let's go down. The enemy. Let's go down. Aber sowas von, Alter. Shit, man. Headglitchen for the win. Du Hurensohn. Hehe. Nicht Spaß. Wir sind ja alle Freunde. Was ich gerade gesehen habe, wenn man an der Wand schießt, dann lehnt er sich so ein Stück rüber. Ist ja mal richtig cool. Zack. Ich glaube, das Match geht richtig schnell vorbei. Der Dame ist schon fast kaputt. Ja, das kann man mal ausprobieren, wie das läuft mit dem Anlehnen. Komm, komm mal ein bisschen hin hier. Oh, dort oben. Wenn ich nur bekommen werde. Ich springe einfach aufs Dach. Das ist das Beste. Oder auch nicht. So, ich lehne mich an. Ah, das macht er von automatisch. Von alleine. Das ist ja cool. Wo sind sie? Die sind bestimmt hier oben. Komme ich aber nicht hin. Dann müssen wir schnell die Treppchen hoch. Was? Oh man, schon wieder dasselbe. Mit seinem grünen Licht, ey. Der grüne Alien. Ja. Wie machen wir das im Blödsinn? Komm. Join in, join in. Granat raus. Wenn das Ding hier einstürzt, Alter, bin ich wieder der Letzte, der rausgeht. Hier, der schießt doch schon fleißig drauf. Nur so sehe ich hier keine Sau. Leider. Na, immerhin ein Gegner. Ich bin zwar schon tausendmal gestorben, aber ein Gegner. Hey. Besser als nichts.
Was in Battlefield 4 auch extrem ist, ist, dass die alle auf den Camper, auf den Häusern campen, auf den Dächern. Das ist extremer als sonst, aber Herrgott, macht ja nix. Wir haben es geschafft. Like a boss. So schaut's aus. So, Level 3 wird diesmal vielleicht erreicht. Mal gucken. Die Spannung steigt. Oh, leider nicht. Naja, was soll's. Was haben wir denn für ein Score? 3-7. Ist jetzt nicht so viel besser als sonst. Aber die anderen haben jetzt auch nicht den übelsten Highscore. Aber das ist halt Battlefield. Da macht eigentlich jede Runde Spaß. Und da ist es egal, was du für einen Score hast. So schaut's aus, Leute. So schaut's aus. Okay. Auszeichnung, Aufträge, Freischaltung. Nix. Nix freigeschaltet. Was ist denn da los? Leute. Muss ich hier mal wieder einkaufen gehen oder was? Was ich auch mal noch machen werde, ist diese Battle Packs auspacken. Da gibt's bestimmt auch coole Sachen. Obwohl ich gegen Mikrotransaktionen und so ein Scheiß bin. Weil das ist, nervt einfach. Selbst wenn es jetzt nicht das Spiel beeinflusst, es ist einfach nur nervig. Wenn man sich schon für 100 Euro ein Spiel kauft, dann will man es auch komplett haben, ja. Und sich nicht noch 30 Tarnungen extra dazu kaufen. So, Flutgebiet. Ist ja mal ein komischer Name. Erst haben sie ja die übelsten, epischen und legendären Namen für so ein Gebiet und jetzt Flutgebiet. Ihr seht ja auch schon die ganzen Häuser, die da eben waren. Die ganzen Hochhäuser, die ganzen Dächer. Hier wird, glaube ich, sehr viel gesniped. Also diese Map hatte ich auch noch nie. Ich habe sie mal in einem anderen Gameplay-Video gesehen, aber gespielt habe ich sie noch nie. Genauso wie das, also wie die Map mit dem Staudamm, habe ich auch noch nie gespielt. Aber hatte ich ja jetzt im vorherigen Video. Jo. Dass es so lange lädt, ist schon ein bisschen komisch. Okay, es geht los. Zack. Die ersten sind schon vorne weggefahren. Aber wir kommen hinterher. Oh, Flutgebiet. Genau, hier kann so ein komischer Damm einstürzen. Und dann geht die Post ab. Jump, 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 jump. Bunny hoppen. Hopp, hopp, hopp. Lol, was ist das denn? Cool. Ich habe einen Deckungsbonus erhalten. Bin voll der Cheater. So. Hier läuft die Scheiße runter. Das könnt ihr mir glauben. Wir gehen einfach mal zu B hier hoch. Wo es ein bisschen trocken ist. Kann man ein kleines Feuer machen. Ein bisschen chillen. Entspannen und so. Und auch und natürlich auch auf dem Dach campen. Was denkt ihr denn? Wo ist B? Hier drüben. So, mal gucken. Werfen einfach mal so ein Ding hin. Hier unten gibt's Muni oder was? Bei dieser Waffe. Ich leg mich einfach mal hier hin. Ist besser wegen der Deckung und so. Versteht, was ich meine? Ist nicht campen. Es ist taktisches Patrouillieren. Sag ich doch, er kontrolliert. So. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Ja, ist chillig hier oben. Kann man sich's wirklich gemütlich machen. Ja, wollen wir zu Alpha, oder? Oder bleibt man bei B? Ich sehe hier auch irgendwie keine Gegner. Au, aber die sehen mich komischerweise wieder. Sehr komisch. Naja, was soll's. Wow! Alter Schwede. Der mich erschreckt. Aber wir leben ja noch. Los, weg, weg, weg. Konichi, wow, wow.
Wow, wow. So, erstmal weg hier. Das ist mir zu riskant.